Ja, hallo, hallo ihr Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr wieder sozusagen in einer Videostöberei äh, durch meinen Online-Shop äh, gelandet seid. Denn wir haben kurz vor Weihnachten, deswegen sind die Lager prall gefüllt und ich zeige euch heute jede Menge tolle Paletten, Pinselsets und was wir sonst noch so Neues im Shop haben. Und ja, es geht jetzt direkt los. Bevor wir aber zu den Produkten kommen, möchte ich euch nochmal auf den Kosmetik Cosmo Adventskalender aufmerksam machen. Den haben wir ja letztes Jahr ausgesetzt und da waren ja ganz viele von euch ganz traurig. Deswegen gibt es den dieses Jahr wieder. Und wir haben auch wieder die Möglichkeit geschaffen, zu sammeln. Also wenn ihr jetzt jeden Tag reinguckt und euch dann vielleicht das eine oder andere Schnäppchen gefällt, und ich sage euch, da sind wirkliche Hammerschnäppchen mit dabei, schaut einfach immer jeden Morgen vorbei. Wenn ihr dann bestellt und noch sammeln möchtet, schreibt das einfach in das Bemerkungsfeld und dann werden wir nach Weihnachten eure Bestellungen alle zusammenlegen und euch dann die abgedatete Rechnung schicken. Jetzt zeige ich euch die neuen Produkte oder eigentlich einen Teil, weil wir haben so viel Neues, das kann ich euch hier alles gar nicht zeigen. Ein Teil der Neuheiten, die es bei Cosmetik Cosmo online gibt. Ja, und zwar möchte ich als erstes mal anfangen mit den gebackenen Lidschattenpaletten von BH Cosmetics. Da gibt es ja insgesamt drei Stück an der Zahl. Und ich habe euch ja von einer hier auch schon ein Video-Tutorial gemacht, was ihr da für einen Look mitschminken könnt. Diese Paletten sind einfach wirklich richtig klasse, weil ihr äh, so kleine. na. Oh, komm her! so kleine gebackene Lidschatten habt, die jeweils thematisch zum Thema der Palette eben in der Farbrange zusammengestellt sind. Und ähm, ja, die finde ich einfach super, genauso wie die Galaxy Palette, die ich euch ja im Sommer, glaube ich, schon mal empfohlen habe. Also wenn ihr ein Freund von gebackenen Lidschatten seid, dann solltet ihr euch das einfach mal anschauen. Ebenfalls von BH Cosmetics haben wir die Forever Nude Palette. Ich pack euch die mal aus, damit ihr sehen könnt, wie die aussieht. Da haben wir das gute Stück und wir haben hier eigentlich eine sehr sehr schöne Mischung aus Rouge, Lippenprodukten, Highlighter und sehr schönen nude Lidschatten, die zum Teil matt und zum Teil schimmernd sind, finde ich auch eine sehr schöne Palette und ist auch vom Packaging her relativ robust, so dass man die sehr gut mitnehmen kann. Dann gibt es von der Forever Nude noch eine Sculpt and Glow Palette. Das ist im Prinzip etwas zum äh, Highlighten und äh, Konturieren. Und äh, zum Thema Highlighten und Konturieren habe ich gleich auch noch äh, jede Menge tolle Sachen für euch. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie diese Palette aussieht. Die kommt in der typischen äh, Pappverpackung daher. Und hat im Prinzip äh, Rouges in Hautfarben bis äh, leicht rosé und eben äh, diese Highlightertöne etwas äh, mattes und etwas schimmerndes also da Uh, da sieht man den Spiegel. Äh, da könnte er sicherlich äh, wirklich sehr schön basic mitarbeiten. Wer also ein bisschen Spaß hat, sein ähm, ja, Gesicht zu konturieren, der könnte vielleicht mit dieser Palette glücklich werden. Oder ihr nehmt vielleicht von Beauty UK die neue Ultimate Konturpalette. Sehr spannend. Ihr habt hier drei unterschiedliche Töne, was zum Highlighten und zwei Töne zum Konturieren. Was ich hier sehr spannend finde, das sind Cream to Powder Produkte. Das heißt, ihr habt den Vor Teil des Cremeproduktes, den ihr erstmal auftragen könnt, wo ihr also zum Beispiel sagt, ich möchte die Kontur hier äh, am Wangenknochen haben oder hier an der Linie oder an der Nase und das lässt sich dann sehr gut verteilen und wird während ihr das auftragt zu einem Puderprodukt, so dass ihr da die optimale ähm, Verblendung haben äh, habt und das Helle könnt ihr eben dann auf dem Nasenrücken, auf den Wangen oder eben auch hier auf der Stirn ähm, dann auftragen. Also das finde ich ist mit eins der tollsten äh, Produkte, die Beauty UK jetzt ganz neu raus hat, zusammen mit dem matten Bronzer. Ähm der ist zwar jetzt noch nicht ganz so kühl, wie sich sicherlich viele von euch das wünschen würden, aber immerhin ist er schon mal matt. Also wenn ihr immer schon mal auf der Suche nach einem matten Bronzer wart, dann guckt euch den vielleicht einfach mal näher an. Kommen wir zu den sch schönen Unschönheiten, die man so hat. Pickel, Augenringe, wie auch immer. Da habe ich jetzt auch mehrere Produkte für euch. Als erstes mal die Concealer und Corrector Corre Palette von BH Cosmetics wo ihr insgesamt äh, sechs verschiedene Farben habt an Concealer. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die Palette ausgepackt aussieht. Da haben wir das gute Stück. Ihr seht schon, wir haben ähm, drei hautfarbene Tönungen, die äh, teilweise einen roséfarbenen, teilweise einen gelben Unterton haben, sodass das relativ sicher ist, dass euer Hautton da getroffen ist. Und dann haben wir eben auch noch die grünen und die roten Concealer, um eben zum Beispiel Rötungen auszugleichen oder eben auch äh, Augenringe ein bisschen abzudecken. Das sind dann ja sozusagen die Konträrfarben, mit denen ihr eben nicht nur abdeckt, sondern farblich auch noch entgegenwirkt. Das tragt ihr auf, bevor ihr eure Foundation auftragt und dann sieht man diesen leichten Farbeffekt auf der Haut auch nicht mehr. Nach dem gleichen Prinzip arbeiten diese drei Babys hier. Das sind äh, Correcting Concealer, Corrective Concealer, Entschuldigung, von äh, W7. Da seht ihr, die haben ähnliche Farbmischungen. Wir haben super viele neue Mascaras im Shop, meistens von W7 und eine sticht da ganz besonders hervor. Die halte ich einfach mal hier so hin. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch schon, worauf ich anspiele. W7 mausert sich ja so ein bisschen als die Supertube-Firma. Ein bisschen wie Sleek, das quasi früher war. Wir haben hier die Absolute Lashes, die so ein Bürstchen hat, was so, ja, wie so ein Morgensterngabel aussieht oder so. Also, da schaut euch einfach mal die Mascaras an, die wir jetzt neu haben. Von Beauty UK gibt es außerdem noch ein neues Nagellackset. set Die äh, gibt es ja schon in ganz vielen verschiedenen Farbkombinationen und sind mit 5,99 für sechs Farben wirklich ein ähm, super Deal. Und jetzt gibt es eben ganz neu die Tropical-Variante. Es gibt aber auch eine Nude-Variante. Ich packe euch ja wie immer zu allen Produkten die Links in die Infobox. Also wenn euch diese Nagellacksets äh, interessieren, dann schaut euch das einfach mal näher an. Von Gibt es auch noch eine Neuheit? Da haben wir nämlich zum einen die Eye and Cheek Paletten. Das sind jetzt äh, Paletten, wo ihr eben Rouge und Lidschatten drin habt, wie der Name schon sagt. Mein Gott. Ähm, was ich da aber ganz spannend finde, ist, es gibt eben eine Nude-Variante. Und ähm, eine so ein bisschen Purple-Lila angehauchte Variante. Sehr schöne Paletten in der äh, Kombination ähm, von äh, verschiedenen iDivines und den Bestseller-Blushes, die äh, Sleek so hat. Und sind natürlich wie immer wahnsinnig gut pigmentiert. Ja, ein komplett neues Produkt ist die Sleek Highlighting Palette. Äh, ich weiß nicht, warum sie da jetzt so wie so ein Kornfeld drauf gedruckt haben auf der Verpackung. Aber... Das Packaging an sich ist sehr sehr edel. Seht ihr das? Das hat wirklich so einen grau metallic schimmernden Palettenkörper, sage ich mal. Und wenn man das dann öffnet, dann habt ihr drei Cremeprodukte und ein Puderprodukt. Also das hier ist das Puderprodukt, das ist ein schimmernder Bronzer und diese drei sind die Highlighter Produkte, die machen einen ganz tollen Effekt im Gesicht, weil die eben ja so leicht metallisch schimmern. Ich hoffe, das könnt ihr auch sehen. Also, wenn ihr Spaß an Highlighter habt, dann ist das auf jeden Fall das passende Weihnachtsgeschenk für euch. Und dann haben wir noch ein Highlight, das wäre das neue Pinselset, was wir von äh, BH Cosmetics haben. Da habt ihr Duo Fiber Pinsel und zwar insgesamt, ich muss mal eben zählen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zehn Stück an der Zahl zu wirklich einem tollen Preis. Ich verlinke sie euch natürlich in der Infobox. Die Pinsel sehen nicht nur schick aus, weil sie eben so in äh, Gold gehalten sind, sondern ihr habt eben äh, alle wichtigen Formen dabei. Es ist eben nicht nur was fürs Gesicht, sondern auch was für die Augen. Also äh, da sollten die Pinsel-Junkies unter euch zugreifen. Ja, ich hoffe, da ist für den einen oder anderen etwas dabei, was er sich vielleicht selber zu Weihnachten schenken kann, seiner besten Freundin schenkt oder sich einfach wünscht von seinen Eltern, seinem Freund oder wie auch immer. Ich habe euch außerdem hier unten nochmal das letzte New-In-Video äh, verlinkt. Die Sachen haben wir natürlich auch noch im Shop. Also äh, wenn ihr da noch mehr Anregungen haben möchtet, dann schaut euch das einfach mal an. Ich würde mich sehr über Feedback, äh, Däumchen etc. pp. Ihr kennt den ganzen Kram, wenn ihr auf YouTube guckt, äh, freuen. Und natürlich solltet ihr meinen Channel abonnieren um keine Produktupdates äh, zu verpassen. Ich werde jetzt dann auch mal wieder was über die Drogerie drehen. Äh, insofern ja, abonnieren und nichts verpassen. In diesem Sinne sage ich einfach Ciao Ciao, bis zum nächsten Video, eure.